Im Jahre 1284 war ich in Hameln, um die Stadt von den Ratten mit meiner Flöte zu befreien. Die Bürger bezahlten mir aber nichts dafür und ärgerlich ging ich weg. Und was jagt der moderne Rattenfänger in unserer heutigen Zeit? Und so ist unser Alltag. Im Büro. Hallo? Ja, ich schreibe gerade den Brief. In 2 Minuten komme ich. Auf der Straße. Hallo? Ach, schau mal, es ist immer geradeaus. In der U-Bahn. Und in der Familie. Ja, jetzt alle Geräte weg, wir müssen essen. Nein, Mutti! Hallo, Herr Bürgermeister. In meiner Bankfiliale funktionieren die Computer nicht mehr. Das Geld ist vom Video verschwunden. Machen Sie etwas, bitte. Lieber Vater, ich muss meine Doktorarbeit beenden, aber mein Computer ist kaputt. Ich muss eine Lösung finden. Herr Bürgermeister, mein Reisebüro muss ich schließen. Die Kunden beschweren sich. Ich verstehe. Es handelt sich um eine allgemeine Situation, die die ganze Stadt betrifft. Wir müssen nach einer manuellen Lösung suchen. Bekanntmachung, Heilig vom Bürgermeister. Hallo, eine große Belohnung. Ah, danke schön, bitte, danke, ich komme. Hallo, wichtige Bekanntmachung, bitte. Was? Informatik, Zusammenbruch, Belohnung 5000. Was schaffe ich? Ja, fantastisch. Beheben Sie bitte nur den Schaden sehr schnell. Werde ich sofort machen und dann hole ich meine Belohnung ab. Alles in Ordnung. Fantastisch. In der Bank funktioniert alles. Guten Tag. Ich bin gekommen, um meine Belohnung abzuholen. Ja, Herr, wir geben Ihnen 1000. Sie hatten ja nicht so viel Arbeit und unsere Stadtkasse ist leer. Sie hatten 5000 versprochen. Wie will ich? Eine halbe Stunde später. Raten Sie, wie geht wohl die Geschichte zu Ende?